Also ich fange schon an. Semen hat sich in 2008 in der Ukraine gegründet als eine studentische Bewegung als erstes. Später haben sie natürlich diesen Begriff bekommen, dass es eine feministische Bewegung ist. Und am Anfang haben sie ganz klassisch mit Flyer verteilt und Poster bemalt und angezogen, auf die Straße gegangen. Nur sie haben das gesehen, dass das nicht funktionierte, niemand hat denen zugehört. Und sie konnte nichts bewegen. Und dazu kam es, dass sie dann sich radikalisiert haben, dass sie die T-Shirts ausgezogen bei einem Prozess als erstes in 2010. Und mit der Zeit haben sie dann natürlich auch diese extreme radikale Mittel genommen, um zu provozieren, um die Gesellschaft aufzuschüttern. Und ab 2012 arbeitet Femin daran, eine internationale Bewegung zu werden. Und dazu haben wir auch in Deutschland uns dazu eingeschlossen, dass wir in 2012 haben wir, hat ich Semen hier in Hamburg getroffen bei einem Festival, Kamnagel Festival. Und Ina Schewtschenko hat damals dann natürlich auch als erste die Tipps gegeben, wie könnte man denn eine Bewegung überhaupt, also das, als erste musste man natürlich die Leute finden, ich war ja ganz allein. Und ganz schnell ist es dazu gekommen, dass ich Sarah getroffen habe in Facebook und Helen und Clara und die anderen und natürlich auch in, später 2012 immer noch. Das seht ihr natürlich die Ukrainerinnen hier, wenn sie dann gegen Ehen gekämpft haben, gegen Ausbeutung von Frauen in Sexindustrie und Sextourismus. Und das ist natürlich die Proteste, wo ich auch aufmerksam darauf geworden bin. Und diese radikalen Proteste sind Kreuzfall in der Ukraine, das war zur Solidarität für Pusserreit. Die Busserei kennt man auch, die Sitzung gibt. Die Frauen sind immer noch im Gefängnis, aber darüber weiß nicht jeder schon Bescheid. Und einfach diese Aufmerksamkeit durch diese Proteste hat man natürlich auch erreicht. Also ich werde noch dazu sagen, dass Femin Germany hat sich im Herbst 2012 gegründet. Dann, das war so ganz schnell, dass wir uns alle eingeschlossen haben und dazugekommen sind. Und im November waren wir schon 8 und in Slatwork waren wir in kleinere Gruppe erstmal zu dritt. Und als erste internationale Protest, wo wir uns auch eingeschlossen haben, war in der Kirche in Hamburg. Natürlich, wenn man die Bilder davon anschaut, waren wir richtig für kleine Kuchen da. Und mit der Zeit haben wir uns richtig gut entwickelt. Bei diesem ersten internationalen Protest haben kanadische Gruppen mitgemacht, Frankreich und Deutschland. Und eigentlich, dass das Ziel von Femin ist, international zu agieren, dass es mehrere Gruppen entstehen, dass es weltweit vielleicht irgendwann möglich ist. Da sieht man uns, mich und Helen beim ersten Protest. Und ein bisschen natürlich naiv und halt ganz nett, ja? Und bei
25. November waren wir schon zu acht. Wir waren richtig froh, dass wir schon eine größere Gruppe waren. Und wir haben das in Köln gegen 20 Prostitutionen protestiert. Und das war unsere erste sozusagen selbstständig organisierte Protest, das auch aus unserer Initiative. Okay. Gut, dann übernehme ich mal. So, unsere Forderung. Ich begrenze mich mal ein bisschen auf Deutschland. Der endgültige Sieg über das Patriarchat. Viele sagen, das Patriarchat gibt es nicht. Natürlich gibt es das. Verdammte Scheiße nochmal, es gibt es. Ja. Wenn man sich allein schon die Parteien anguckt, sieht man, wer sind die meisten Politiker? Männer. Alte Männer. Die Schnösel kommen nach, aber es sind immer noch Männer. Vorstände von Unternehmen, von großen Unternehmen. Männer. Wer will das Patriarchat nicht zerstören? Wir sollen, jede Frau, jeder Mensch, jeder Mann sollte das Patriarchat zerstören wollen. Das sind unsere verdammten Forderungen, dass dieses Patriarchat nicht in Matriarchat umgemodelt wird und wir die Weltherrschaft an uns reißen. Das haben wir gar nicht vor. Wir wollen eine Gleichberechtigung. Wir Frauen sollten nicht darum betteln müssen, dass wir den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit, für die gleiche Ausbildung kriegen. Nein, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir sollten nicht betteln, dass es eine 30%-Quote geben sollte. Wir sollten eine 50%-Quote verlangen. Und es sollte verdammt nochmal eine Selbstverständlichkeit sein. Dann gehen wir weiter zu der Auslöschung der Zwangsprostitution durch Bestrafung der Freier und Organisatoren des Menschenhandels. Dann wären wir auch wieder beim Patriarchat. Die Menschen, die Männer machen gerne, was sie wollen. Sie wollen unter sich bleiben, sie wollen herrschen. Das geht weiter in die Prostitution. Die Frau wird als Ware betrachtet und das sollte es heutzutage auch in unserer Gesellschaft nicht mehr geben. Wir sind keine Ware. Ein Menschen, gerade auch Frauen, sollte nicht Selbstverständlichkeit sein, eine Frau zu kaufen. Und vor allem, es sollte nicht in sein, was es heutzutage gerade in Deutschland ist, in eine Frau zu kaufen. In eine Frau als Ware zu betrachten, wo sich ein Mann befriedigen kann, entledigen kann und die Frau einfach benutzen kann. Für ein bisschen Geld. Die absolute Trennung von Religion und Staat, da werden wir auch wieder bei den Altherren, das funktioniert auch immer noch nicht ganz. Religion und Staat, eigentlich gesetzlich ist es ja getrennt, aber Tatsache ist, dass die Menschen, die arbeiten, die auch Steuern zahlen, immer noch mit, obwohl sie der Kirche nicht angehören, diese Kirche mit subventionieren. Und es geht nicht um ein paar Euro, sondern da geht es um Milliardenbeträge im Jahr. Und dann ist die Christenlobby, die Islamlobby und alles andere, was es noch für Lobby gibt, wird immer größer. Die Männer, diese Patriarchaten, die wollen uns verbieten, über unseren eigenen Körper zu bestimmen. Deswegen, ihr habt ja bestimmt auch Marsch der Tausend Volk oder wisst auch eine Aktion, wogegen wir protestiert haben, die wir gespürt haben. Das sagt auch alles, die wollen uns verbieten, über unseren eigenen Körper zu bestimmen, mit wem wir Sex haben, wie wir Sex haben, ob wir Kinder kriegen oder nicht kriegen. Ist alles eigentlich auch fast hier nur ein Thema. So, ach, das hatte ich ja. Politische Absetzung jeglicher diktatorischer Regime. Ich würde gerne jemanden kennen, der nicht dafür ist. Und wenn es einen Menschen geben sollte, der eine Diktatur haben möchte, dann würde ich gerne den ersten Stein werfen. Ganz einfach. Das sollte diesen Raum verlassen. Ja. Unsere Strategien. Ja. Wir provozieren mit unserer weiblichen Nacktheit, aber nicht so wie in der Pornografie. Wir werden nicht sexualisiert dargestellt, beziehungsweise wir stellen uns nicht sexualisiert als in der Opferrolle dar und liebt es mit Forderungen und liebt es selbstbestimmt und liebt es auch stark und vor allem laut, fordern. Die direkte Konfrontation mit den Verantwortlichen, das ist ja unsere Strategie, Sex zu müssen, aber da kommen wir gleich noch hinzu, was das eigentlich bedeutet und wir sind, obwohl das andere anders behaupten, wir sind friedlich. Mit unserer, trotz unserer Aktivität. Oh, wir mit der Sprache. Schon in Ordnung.
Gut, dann gebe ich mal ab. Jetzt kommt die Protestform. Also diese Protestform natürlich ein bisschen auf meine eigene Analyse basiert, was ich bei Femen betrachtet habe. Es gibt mehrere verschiedene Protestformen, die das für sich genutzt haben. Es gibt so Monoprotest, und dazu kommen natürlich Länder dazu, also ich würde dazu mehr erzählen, Gruppenprotest und diese besondere Strategie, die sie entwickelt haben, Selbstfinanzierung. Und dazu gibt es auch Fotokampagnen, die durch Netzwerke verbreitet werden. Das bringt auch die Gesellschaft auch dazu, nachzudenken. Dann komme ich zum Monoprotest. Das seht ihr klarer beim Barbiehaus. Vor dem Barbiehaus protestieren und wütend. Live in Fleischstück ist not fantastic. Und bei dem Monoprotest ist natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Wenn man einfach weniger Menschen zur Verfügung hat, dann muss man schon durch Kunst, durch Provokation, durch ganze Persönlichkeit dazu bringen, die Leute in sich zu beeindrucken. Und bei Monoprotesten ist natürlich die ganze Aufmerksamkeit ist auf diese Person. Und zurzeit war Clara die einzige blonde Mädchen bei uns, blonde Frau bei uns in der Gruppe, und wir haben gedacht, dass bei Barbie, was eigentlich Konzept von Femmen sowieso ist, wir sind eigentlich diese Barbies, die untersucht sind, die zu diesen Rahmen, zu diesen schmalen Körpergrößen gezwungen werden und die jetzt aufstehen und regulieren, die jetzt für eigene Rechte kämpfen. Und in diesem Protest natürlich ist das große auch oder ich sage, Druck auf einzelne Personen, den Protest so gut wie möglich zu machen, allein. Und ich glaube trotzdem, trotz dass wir keine Schauspielerinnen sind oder irgendwie professionelle Darsteller, schaffen wir das ganz gut, glaube ich. Weil diese Proteste auch zu dem Thema gebracht haben, dass die Menschen darüber nachzudenken. Hier seht ihr noch einen Monoprotest vor dem Nefertiti. Das sollte dann zu diesen Massenvergewaltigungen auf der Tahrirplatz in Ägypten aufmerksam machen. Dann machen wir weiter. Kommen wir zu den Gruppenprotesten. Ich meine, wie das Wort schon sagt, sind wir dort in einer größeren Gruppe. Proteste beziehen sich immer, wenn es dann doch klappt. Und das hier ist unser Protest gegen den Marsch der 1000 Kreuze für das Recht auf Abtreibung. Wie man hier im Hintergrund sieht, sind viele Menschen mit Kreuzen zu sehen. Und das sind fundamentalistische Christen, die halt gegen Abtreibung sind. Wir sind nicht für Abtreibung, wir sind nicht gegen Abtreibung, wir sind aber dafür, dass jeder das selbst bestimmen kann und nicht aus irgendeinem Druck heraus, aus irgendeiner Religion das verboten bekommt. Und somit haben wir versucht, diese Demonstration von innen heraus zu stürmen und diesen großen Demonstrationszug zu stoppen. Hier sieht man uns bei dem Protest auf der Herbergstraße gegen Zwangsprostitution. Wir haben uns diesen Ort ausgewählt, da dort eine Romantisierung der Prostitution stattfindet. Es ist Kult, dorthin zu gehen. Und es ist, ja, es gibt Touren dorthin und es ist total akzeptiert, aber niemand möchte tiefer gucken. Und vor allen Dingen ist das Problem, dass diese Straße von zwei Toren getrennt wird. Und auf diesen Toren steht drauf, dass der Zutritt für Frauen und Jugendliche unter 18 Jahren verwehrt ist. Das ist überhaupt nicht rechtlich, aber alle Menschen halten sich dran. Und somit entsteht dort eine gesetzfreie Zone quasi, wo man keinen Einblick hat. Und alle Leute halten sich dran. Und genau deswegen sind wir dort hingegangen, weil es ein Sinnbild für die Prostitution ist und wir darauf aufmerksam machen möchten, dass die Nachfrage an Prostitution immer steigt und im gleichen Zug der Menschenhandel und das schreckliche Verbrechen passiert, auf die man gucken muss.
Wie haben die Damen und die Freier darauf reagiert? Das war eine angemeldete Demonstration. Das war eine angemeldete Demonstration und die Straße war so gut wie leer. Ein paar haben auf den Schaufenstern, also auf den Fenstern, wo sie sich selber präsentieren, geguckt und gesagt, ich bin frei. Nee, genau. Das war eine Bordellbetreiberin. Das war eine Bordellbetreiberin? Genau. Die Dame, die eigentlich im Schaufenster sind, wurde hinten verschwunden. Ach so, okay, gut. Und sie hat geschrien, ich bin freiwillig hier, ich bin freiwillig hier. Ist sie wahrscheinlich in dem Moment. Ja. Genau, ist ja auch betreiberisch. Aber daher, dass die Demonstration angemeldet war, natürlich haben wir keine Konfrontation. Wir waren aber am Donnerstag da und haben nur unsere Köpfe daraus gestreckt und wurden sofort beschimpft, dass wir dann weggehen sollen. Was ich eigentlich nicht verstehe, dass man Verbot für Frauen und Jugendliche. Da sagt man schon, dass man eigentlich als Frauen als kleine Kinder betrachtet. Dass wir nicht da rein dürfen. Und dass man diese Doppelmoral und Abtrennung von, es gibt eine Frau zu Hause als Hausfrau, es gibt eine Frau, die im Bordell ist. Vereinen das Gleiche. Also beides. Geht nicht anscheinend in manchen Männerkörpern. Obwohl es natürlich auch geht, macht die Frau dann selbstbestimmt und Sex genießen und gleichzeitig Hausfrau sein. Genau, und zudem hatten wir den Prozess angemeldet, wir wussten nicht, was uns erwartet und wir hatten auch auf mehr Reaktionen gehofft, aber war zu dem Zeitpunkt nicht da und wenn sie alle freiwillig und so glücklich sind, warum sich dann nicht zeigen und dafür einstehen? Der Presse war ja da, sie konnten eigentlich rauskommen und darüber mit uns auch sprechen. Wir waren auch ziemlich lange da, das war der längste Prozess, glaube ich, bei minus 10 Grad. Ja. 30 Minuten. Ich friere jetzt schon. Dann sind wir hin und her gegangen. Genau. Und also die Möglichkeit wäre da gewesen. Genau. Kommen wir zum nächsten Protest, auch ein Gruppenprotest. Das war vor einer Moschee und das war ein internationaler Protest und es ging darum, Solidarität zu zeigen mit einer Feministin Amina, die zum damaligen Zeitpunkt inhaftiert wurde, aufgrund davon, dass sie in der Nähe, also in Tunesien war ein salafistisches Treffen und sie hat in der Nähe auf eine Friedensmauer mit abwaschbarer Farbe Feminin geschrieben. Das salafistische Treffen war nicht legal. Und sie ist dafür inhaftiert worden. Genau. Ja. Und sie saß dafür im Gefängnis und um auf diese Situation Aufmerksamkeit zu lenken und internationalen Druck auszuüben, waren in Spanien, in Deutschland, in Frankreich Proteste. In Brasilien. Genau. Also meine Untersuchungen haben sich da geschlossen. Und in Schweden, es war die Proteste fanden überall statt und haben somit Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Dann kommen wir zu unseren Sextourismus-Aktionen. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Die Sextourismus-Aktionen, die werden ausschließlich zwischen 3 Frauen durchgeführt. Das bedeutet, Sextourismus bedeutet, dass wir direkt uns die Menschen rauspicken, die für diese Probleme verantwortlich sind oder diese Probleme unterstützen und weiter fördern. Dann seht ihr 2 Krankenheimer, die wir da direkt erwischt haben. Das war natürlich perfekt, weil in allen... Wir sind zwar körperlich, auch bei den Sextourismus-Aktionen, weitaus unterlegen. Man sieht ja, 2 Männerklöpfe kriegen uns immer, sei es an den Haaren, sei es an den Beinen, sei es an den Armen. Wir sind nachher immer grün und blau, aber wir schaffen es trotzdem, an diese großen Pappenheimer, die für diese Probleme verantwortlich sind, ranzukommen. Wir sind zwar körperlich unterlegen, aber psychisch und mental sind wir weitaus überlegen. Ja, da war es das. Das war die Sextourismus-Aktion von Josephine und den anderen beiden Mädels aus Frankreich. Da seht ihr ja, da hatte ja Helen ja gerade was zugesagt. Und dann kommen wir zu unserer allseits beliebten Heidi Klum. Da waren Helen und ich zugange
wir konnten mit dieser Aktion einmal dieser Frau, die diese patriarchalischen Strukturen noch mehr fördert und unterstützt und selber eigentlich so agiert, wir konnten unsere Wut ihr ins Gesicht schreien. Wir konnten ihr mal auf den Sack gehen. Wir konnten ihr richtig auf den Sack gehen. Wir konnten aber auch gleichzeitig mit dieser Aktion zeigen, dass diese Show kein Show ist. Dass diese Show kein Entertainment ist. Es ist eine verdammte Wertevermittlung. Es ist eine Wertevermittlung, die den kleinen Mädchen und auch den kleinen Jungs zeigt. Ihr seid sowas wert als Mädchen, wenn ihr total abgemagert seid, wenn ihr euch untersiviert, wenn ihr euch nur den Mut gebt, wenn ihr heult. Je mehr ihr heult als Frau, desto mehr kriegt ihr und desto beliebter seid ihr, desto eher kommt ihr voran, desto eher könnt ihr eine Modelkarriere machen. Das ist das, was sie vermittelt. Und das ist das, was sie den kleinen Mädchen zeigt. Und das ist aber auch das, was sie den kleinen Jungs zeigt. Weil die zeigt den Jungs, so ist eine Frau, so sieht eine Frau aus, so muss eine Frau sein. Und dann wundern wir uns irgendwann, ach, wenn ihr mal mehr Singles. Klar, die Kerle kriegen keine Weiber ab, weil sie denken, die Weiber, die sind ja alle nicht so wie die im Fernsehen. Die ist zu fett, die isst ja, die heult nicht nur rum, die legt sich nicht hin und sagt, oh. Ja, ist doch so, oder? Das ist das, was wir mit diesen verdammten Aktionen, wo wir uns genau diese Menschen schnappen, die das fördern und die dafür für diese verdammten Werte verantwortlich sind, denen richtig auf den Sack gehen und sowas verhindern. Oder zumindest versuchen zu bekämpfen. Also versteht das Zielpublikum das? Also wenn du jetzt sagst, das sind die kleinen Jungs, die kleinen Nein! Aber die kleinen Jungs und die kleinen Mädchen sind auch, die müssen das nicht verstehen. Mit 10 Jahren müssen die das nicht verstehen. Aber diese Frau muss es verstehen, dass es uns nicht egal ist. Dass es uns und dass viele andere Menschen darauf hinschauen und dagegen arbeiten und das nicht gut finden und das nicht als Entertainment sehen. Die kleinen Kinder, die müssen unsere Aktion nicht verstehen. Die sollen das auch gar nicht. Aber wie war es bei dieser Veranstaltung? Es war zum Kotzen, es war echt zum Kotzen. Helm und ich, wir waren so aggro. Wir mussten uns diese verdammte Show, über zwei Stunden lang, haben wir uns diese Scheiße angeguckt, oder? Ja. Es waren 16-jährige Mädchen, die auf dem Laufsteg sich sexy bewegen mussten. Das waren Kinder, das waren minderjährige Mädchen, die haben sich in dieser Zeit, und vor allem nicht im Fernsehen, sexy zu zeigen. Das sind Kinder, das sind Mädchen, das sind Minderjährige. Eltern dann mit ihren kleinen Kindern. Ja. Wie viele zwischen 5 und 15 da gestanden haben. Und dann hat die ja während der Pausen, das habt ihr ja gar nicht im Fernsehen gesehen, haben die immer so diese kleinen Mädchen auf die Bühne geholt. Und dann hieß es, ja, dann lief da immer so ein, wie nennt man das? Einer, der so ein bisschen Animateur, genau. Da lief so ein Animateur zwischendurch rum, der holte sich dann die kleinen Mädchen rum. Ich glaube, da standen 10 kleine, ne? Und fragte, ja, was wollt ihr denn irgendwann werden? Das waren so zwischen 8 und 10 waren die. Die jüngste war 7 bis 14 war das. Ja. Und dann fragte er die alle durch und hieß bei jedem, ja, du möchtest doch bestimmt auch nächstes Mal beim Germany's Next Top Model mitmachen. Und sie, ja, ich will so sterben. Und wir schon bom, 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 bom. Und dann. Ganz kurz, ich bin fast fertig. Und dann kam er zu einer, das war der Knaller. Dann sagte sie, ich will Tierärztin, oder? Ich will Ärztin oder Model werden. Und daraufhin sagt er, aber doch viel lieber Model, oder? Ja, okay, werde ich Model. Okay, Model. Ja. Okay, ich mach dann weiter. Und ich würde sagen, dass am Ende könnt ihr alle uns noch befragen. Aber das ist ein bisschen schwierig, das in der Länge halt zu machen. Ich möchte gerne dann Josefina nochmal zu dieser Aktion dazu holen, zu der Bühne, dass sie dann natürlich über diese Aktion dann selbst spricht, weil sie auch hier anwesend ist. Ja, das Bild ist krass. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Bild von mir jemals geben würde. Ich
mit einer Knarre im Rücken. Ich habe mich sogar erst nachdem ich wieder freigelassen wurde aus der Haft nach 29 Tagen das erste Mal gesehen und war natürlich geschockt. Also sowas blendet man dann irgendwie ganz schnell aus, dass die da mit einem Maschinengewehr standen und uns festgenommen haben. Die haben uns natürlich dann auch in dem kleinen Gebäude, das ist hinten in der Tür, hinter dem Motorrad, wurden wir dann ja, zusammengeschlagen nochmal und unsere Personalien wurden draufgenommen. Ich saß dann 29 Tage im Gefängnis, ich wusste zu keinem Zeitpunkt wie lange noch. Wir haben das gemacht und Amina, die Gründerin von Femen Tunesien und Femenaktivistin, befreien. Wir sind zu dritt nach Frankreich, ich bin nach Frankreich gefahren und wir sind zu dritt nach Frankreich nach Tunis gefahren und haben da diese Aktion gemacht, die erste Aktion in einem arabischen Land. Es gab vorher noch mal eine Aktion in einem muslimischen Land, wenn man so Bezeichnung zulassen will, in der Türkei und wir sind da hingefahren, um Amina aus dem Gefängnis zu befreien und da die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit hinzulocken. Es ist uns gelungen. Ich habe gehört, dass während ich in Haft war, in den Medien ziemlich viel darüber berichtet worden ist, dass sich aber auch aufgrund vieler anderer Aktionen von Themen, die dann stattgefunden haben, weltweit die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wurde, dass dann eben nicht nur noch Amina als Tunesierin im tunesischen Gefängnis saß, sondern auch Pauline, mein Geliebte und ich. Und sich am Ende sogar die EU dazu geäußert hat, dass die Gesetzgebung in Tunesien menschenrechtswidrig ist und geändert hat. Und daraufhin gab die tunesische Justiz Klein bei und hat das freigelassen, einen Monat später Amina. Amina ist inzwischen, wie viele andere Feminaktivisten aus ihrem Heimatland geflohen und lebt jetzt in Frankreich. Und ich bin Gott sei Dank auch wieder heil in Hamburg angekommen. Es war eine unglaublich spannende und inspirierende. Was soll man dazu sagen? Man sieht uns hier und wenn wir als schön empfunden werden, Schönheit ist subjektiv. Genau. Das sieht jeder halt anders und wieso kann man nicht in sozusagen gut aussehen und sich trotzdem engagieren? Also ich verstehe nicht, wo da das Problem ist. Bezahlter Protest haben wir jetzt auch schon richtig häufig gehört, deswegen unsere Proteste bezahlt werden und pro Protest gibt es 1000 Euro. Gibt es nicht. Also wir sind noch auf der Suche nach dem, der das zu hat. Also wenn... wir objektifizieren uns selber mit unserem Protest. Wir sind selber Erschaffer dieser Bilder und wir bewirken damit etwas. Und wir wissen in dem Moment genau, was wir tun. Und dass unser Protest sich abnutzt, das können wir erst selber erfahren. Wir sind eine Bewegung und eine Bewegung bleibt in Bewegung und Abnutzung, natürlich ist es immer nicht so interessant wie das erste Mal, aber wir arbeiten dran und werden dann sehen, wie es sich weiterentwickelt. Zusammenhangslosigkeit der Themen, also wir haben jetzt verschiedene Proteste, die wir gemacht haben, vorgestellt und wir nehmen uns einfach das Recht raus, verschiedene Problematiken anzusprechen, ohne uns auf eine Sache zu spezifizieren, weil wir sehen, dass es mehrere Probleme gibt und dass sie im Endeffekt auch zusammenhängen, weil es eigentlich um die patriarchale Unterdrückung geht, wenn man tiefer in diese Themen einsteigt. Und damit zusammen, dass wir inhaltslos sind. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen das Bild schon jetzt wenden mit dem, was wir jetzt gezeigt haben. Und zu jedem Protest, den wir machen, wir informieren uns davor, wir sind aktiv, wir haben zu jedem Protest eine Pressemitteilung, und die man sich durchlesen kann. Wir gehen auf verschiedene Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen in Schulen und bieten da den Inhalt. Jetzt rede ich darüber, wie man uns beitreten kann. Das ist ganz leicht. Schreibt einfach eine E-Mail an
uns und beschreibt euer Alter zum Beispiel, ganz wichtig, weil bei uns kann man ab 18 mitmachen. Und gentlemangermany.com. Danach führen wir natürlich ein Telefonat, um zu verstehen, wie wirklich, ob man wirklich sich engagieren will, oder nicht. Oder wo man wohnt und wo man treffen könnte, ja, genau. Danach treffen wir uns mit dieser Person und führen ein ganz normales Gespräch. Dann machen wir einen Training. Das ist ein ganz typisches Training, was Femmen, wo man überall sehen kann, was wir da tun. Einfach, wie man Poster hält, wie man schreit. Das ist ganz wichtig, weil die